Ich weiß, wir haben alle keine Zeit. Was hältst du also von dem Deal, jetzt 12 Minuten alles zu geben mit mir zusammen? Und damit wäre dein Sport für heute schon abgehakt. 12 Minuten, Leute, es ist nicht mal eine Viertelstunde. Und das Schöne ist, wir machen Intervalltraining. Das heißt, wir setzen intensive, kurze Reize und dein Körper brennt bis zu 48 Stunden weiter nach. Während du isst, während du arbeitest, während du auf der Couch sitzt, sogar während du schläfst. Klingt doch nach einem guten Deal. Du brauchst gar nichts, du brauchst nicht mal eine Matte, wir machen alles im Stehen. Schnapp dir ein bisschen Wasser, pausier so lang und dann legen wir direkt los. 50 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, 3 Runden, let's go! Gesehen habt, machen wir es jetzt die ganze Zeit. Die 10 Sekunden Pause, in denen zeige ich euch kurz, wie die Übung funktioniert. Also immer, wenn die Musik kommt, kurz gucken, dann zeige ich euch, wie das dann aussehen sollte. Wir machen hier ein Lunge to Chest. Da versuchen wir, schön aus der Ferse aufzustehen und wirklich einen großen Ausfallschritt nach hinten zu machen, sodass die Knie nicht über die Zehen, das vordere Knie sollte nicht vor die Zehen hinausragen. Also da immer schön drauf achten. Und wir bleiben schön aufrecht im Oberkörper. Immer die Schultern zurück, stolze Brust und die Bauchmuskeln ein bisschen anspannen, sodass ihr da schön aufrecht bleiben könnt. Und dann das Knie noch zur Brust. Letzte Sekunde. Und weiter geht's mit diesen wunderschönen Twists. Das geht total schön auf den Bauch und mobilisiert eure Schulterpartie und massiert eure, eure Organe. Auch wenn das bei einem Hit-Workout vielleicht nicht primär das Ziel ist, haben wir hier doch den ganzen Körper sehr, sehr schön in Bewegung, ganz ohne Springen. Super kniefreundlich, ne, für alle, deren Thema das vielleicht ist. Und hier wirklich so groß wie möglich öffnen und der Blick geht immer mit der oberen Hand mit. Und guckt dabei, dass eure Schultern nicht hochzieht, dass der Nacken schön Platz hat. Und dann ruhig mit Tempo arbeiten. Und jetzt haben wir eine Squat-Variation, in der ihr wie so eine Ballerina ins Plié geht. Immer schön in die Knie. Die Knie zeigen dabei eher nach außen. Die Füße sind ein bisschen breiter als hüftbreit aufgestellt. Die Zehen zeigen leicht nach außen. Und wir stehen hier auch immer aus den Fersen nach oben auf. Dann geht das richtig schön in den Po. Und nehmen eben so eine kleine Schulterübung noch mit dazu. Wir kreisen einmal über unten hoch und rasten dann einmal mit den Ellbogen ein, quasi, so im 90-Grad-Winkel. Und konzentrieren uns dabei auf die Schulterblätter, dass wir die schön anspannen und da noch die Schultern mit trainieren. Letzte Sekunde. Und da kommen wir schon zur letzten Übung für die erste Runde. Dann habt ihr sie alle einmal gesehen, alle einmal gemacht. Und dann ist es nur noch Wiederholung quasi. Und hier haben wir einmal, da muss man ein bisschen reinkommen, koordinationstechnisch. Und dann ist die aber total super, weil wir wieder den ganzen Körper involviert haben. Wieder schöne Twists drin, was wunderbar für die seitliche Bauchmuskulatur ist. Für die ganze Rumpfstabilität. Und ihr zieht da echt die Knie so weit hoch wie möglich. Der Blick folgt immer Nacken in Verlängerung der Wirbelsäule, also wirklich die Brustwirbelsäule dreht sich da wirklich ein bisschen zur Seite ein, macht das dann immer diagonal und macht das ruhig erstmal langsam, bis ihr reinkommt in die Bewegung. Und die letzten Sekunden. Puh, und die erste Runde ist geschafft. Und direkt wieder zuschauen. We'll be right back.
zweite Runde beginnt, schon im zweiten Drittel angekommen. So schnell geht's bei den 12 Minuten, das ist ja das Gute daran. Und wir haben ja wieder die Lunge-to-Chests, achtet darauf, große Ausfallschritte nach hinten und nicht rund werden, den Oberkörper nicht so sehr nach vorne kippen. Darum ist die Handhaltung, die ich da gewählt habe, auch ganz gut. Die stabilisiert einen nach vorne und hilft ein bisschen, die Schultern hinten zu behalten und die Brust schön zu öffnen. Und dann zieht ihr eben das Knie so nah wie möglich und mit so wenig Schwung wie möglich zur Brust. Da haben wir dann noch ein bisschen die Bauchmuskulatur mit dabei und hinten natürlich vor allem Oberschenkel und den Hintern. Und die Beine sind natürlich unsere größte Muskelgruppe, darum sind diese Bewegungen immer sehr sinnvoll. Und weiter geht's mit den Side-Twists. So, nochmal zurück zu der größten Muskelgruppe, denn gerade wenn wir so ein kurzes, knackiges Workout haben, ist es natürlich besonders wichtig, dass wir da sinnvolle Übungen wählen, die uns trotzdem wir nicht springen, was natürlich sonst so normal ist für ein HIIT-Workout, für ein Intervalltraining, dass man viel mit Springen macht, dass man wirklich den ganzen Körper in Fahrt bekommt. Aber so kriegen wir das auf jeden Fall auch hin mit eben großen Bewegungen und da wirklich mit ein bisschen Geschwindigkeit rangehen, sich immer schön auf die Muskelgruppe konzentrieren, die ihr da gerade verwenden wollt, die ihr ansteuern wollt. Muscle-Mind-Connection, ich kann es nur immer wieder sagen, das ist die halbe Miete. Achtet darauf, fokussiert euch hier auf die Bauchmuskeln und spannt die Oberschenkel ein bisschen an. Letzte Sekunden. Und dann kommen wir schon wieder zu den Squats. Da haben wir wieder die Beinchen mit dabei und die Schultern, also unten auf den Po fokussieren und schön aus der Ferse nach oben aufstehen und dann die Ellbogen einmal einrasten lassen, schön ausatmen dabei. Nehmt die Atmung immer schön mit, das ist auch noch super wichtig, dass ihr viel Sauerstoff in den Muskeln habt, dann lassen die sich besser dehnen, dann kannst du tiefer in die ganze Geschichte reingehen und bessere Reize setzen. Und genau das ist ja, was wir jetzt gerade wollen von diesem HIIT-Workout. In kürzester Zeit beste Reize setzen, sodass der Körper von alleine bis zu 48 Stunden nachbrennt. Ich habe es ja schon erzählt. Das ist wirklich ein wunderbarer Effekt und sehr, sehr zeitsparend. Und da kann man sehen, innerhalb von 12 Minuten kann man durchaus ins Schwitzen kommen. So, und jetzt sind wir auch schon fast durch mit der zweiten Runde. Noch einmal die Row-Twists, hier nochmal auf die Koordination achten und auf eure Balance. Macht da erstmal langsam, groovt euch da erstmal ein in die Bewegung, wie die sich anfühlen soll. Und dann macht ihr das einfach nach bestem Wissen und Gewissen. Der Blick geht immer mit. Denkt ans Rudern, Leute. Also als würdet ihr in einem Kanu sitzen hier. Und das Ruder immer rechts und links eintunken und nehmt die ganze Bewegung mit für die Schulter, nach oben, nach unten. Schultermobilität ist sowas Wichtiges. Da wollen wir auf jeden Fall immer hinterher sein, da die ganze Bewegung, die möglich ist, auszunutzen und da das Maximale rauszuholen. So, die letzten Sekunden. Geschafft. Sehr, sehr gut. Zweite Runde vorbei und die nächste folgt sogleich. So, und jetzt wissen wir ja schon, man kann es durchaus überleben. Die dritte Runde, die machen wir jetzt auch noch weg. Kein Problem. Wir sind wieder bei den Lunges. Und wenn das zu schwierig ist, diese ganze komplexe Bewegung, dann entscheidet ihr euch einfach nur für die Lunges und nehmt einfach große Ausfallschritte nach hinten und steht dann wieder auf und dann könnt ihr das Knie zur Brust auch weglassen, wenn das zu kompliziert ist. Daran soll es auf keinen Fall scheitern. Ne? Brecht euch das ruhig runter. Ihr könnt auch erstmal auf einer Seite ein bisschen wippen. Versucht in Bewegung zu bleiben, obwohl es jetzt schon sehr, sehr anstrengend ist und ihr mich vermutlich gerade hasst. Dann versucht da trotzdem ein bisschen in Bewegung zu bleiben und trotzdem auf die Technik ein bisschen zu achten. Nicht Hauptsache irgendwie schnell. Macht lieber ein bisschen langsamer. Und letzte Sekunde.
dann kommen wir wieder zu den Twists. Klappt euch da richtig auf, ne? Achtet darauf, dass die Arme sind die ganze Zeit ausgestreckt, ne? Das ist nicht, ja, aber das habt ihr bestimmt in der Zwischenzeit schon so gesehen. Und ja, mit dem nicht schnell machen, sondern lieber so nach eurem Tempo, das ist natürlich auch wieder leicht misszuverstehen. Ihr müsst da eure, ne, ist ein schmaler Grad, fordern und fördern, aber nicht überfordern und einfach für euren Körper genau das Richtige tun, aber wir wollen schon richtig ins Schwitzen kommen dabei. Wir wollen schon richtig, ne, die Herzfrequenz mal richtig hochtreiben und den ganzen Körper spüren und richtig warm werden und einmal alles durchbewegen, dann sitzt sich's im Büro und wo auch immer in der Bahn und überall auch schon viel, viel besser. So, und da haben wir wieder unsere Ballerina-Squats, unsere Pliés. Und da haben wir auch wieder die ganze Schulter mit dabei. Achten darauf, aus den Fersen immer uns hochzudrücken, uns da richtig auf den Po zu fokussieren und oben einmal den Po richtig anzuspannen, die Hüfte ein bisschen nach vorne zu schieben. Und dann, wie gesagt, schieben wir, wenn wir oben sind, mit der Ausatmung die Schulterblätter nach hinten unten zusammen. Stellt euch das richtig bildlich vor. Und immer schön lächeln, dann ist es auf jeden Fall wieder einfacher und schöner. Und das soll ja gerade auch ein bisschen Spaß machen, ne? Denkt da immer mal wieder dran. Und noch 5 Sekunden. Dann kommen wir schon zur letzten Übung und rudern hier nochmal so einen kleinen Ticken. Und ja, ich weiß, wir sind alle super busy und deswegen fällt dann oft der Sport hinten über, wenn man immer denkt, man müsste stundenlang im Fitnessstudio sein oder joggen oder dies und das. Und das ist ja auch alles schön und gut, aber es ist noch wichtiger, dass wir uns auf jeden Fall bewegen, dass wir den Körper ab und zu mal richtig durchbewegen, den mal zum Schwitzen bringen, den mal daran erinnern, was er eigentlich alles kann. Und das ist so, so wichtig, dass wir einfach richtig schön geschmeidig sind und für unseren ganzen Restalltag und da nicht irgendwie uns versteifen. Darum packt euch diese 12 Minuten ab und zu zwischen rein und dann sind wir schon bei den letzten Sekunden. Kostet sie aus und geschafft. Ich bin stolz auf euch. Und geschafft! Ich bin so stolz auf dich, dass du es bis zum Ende durchgezogen hast. Ging doch eigentlich ganz schnell, war doch gar nicht so schlimm, oder? Abonnier am besten meinen Kanal. Hier kommen nämlich regelmäßig neue Workouts und dann machen wir einfach regelmäßig zusammen Sport. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, welches Workout du dir wünschen würdest. Wo du gerne, ne, wo du gerne mal ein bisschen Anleitung hättest, wo du mal ein bisschen einen Tritt in den Hintern brauchst oder was du einfach lieber zusammen machst. Zeig mir, dass es dir gefallen hat. Gerne durch einen Daumen nach oben. Das unterstützt mich und freut mich auf jeden Fall sehr. Folgt mir auch gerne auf Instagram und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann.